Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fall Guys Season 3. Ja, ich habe das Spiel jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt. Einfach irgendwie, ach keine Ahnung, ist mir irgendwie langweilig geworden. Ohne Freunde macht es halt nicht so viel Spaß. Und die Community ist schon ein bisschen asozial manchmal in den Runden, das muss man sagen. Die bringen einen dann irgendwie mit Absicht um. Das finde ich irgendwie ziemlich kacke. Also ja, ich würde sagen, wir spielen einfach mal wieder eine Runde. Ich habe seit einem Monat nicht mehr gespielt. Es gibt auch die Weggehext-Prüfungen, aber weil ich richtig schlecht im Weggehext bin, spielen wir das lieber nicht. Und das Hauptprogramm, ja, das bleibt mal eine Weile drin, ne? Was ist denn das für eine Zahl? 2,9 Millionen Tage? Ja, wie viel ist denn das? Ich rechne mal ganz kurz. Ah, cool, Leute, das sind 7000 Jahre. Ja, ob es bis dahin noch Fall Guys geben wird, das wage ich mal stark zu bezweifeln. Aber egal. Ich muss aber sagen, grundsätzlich hat Fall Guys mich in der Weihnachtszeit am meisten in Weihnachtsstimmung bewegt von allen Spielen. Das war wirklich schön, die Musik war wunderschön, der Trailer hat einen richtig in Stimmung gebracht, die neuen Modi waren auch echt cool, die ganzen Skins. Also zurückblicken komme ich wirklich in Weihnachtsstimmung und Fall Guys Season 3. Ich meine, die Season läuft noch, aber es ist halt einfach nicht mehr so weihnachtlich, denn naja, ist es März. Es hat irgendwie in den letzten Tagen jetzt dreimal gewittert hier. Nicht so nice. Türenlauf, yay. Und es gab auch mittlerweile das Mid-Season-Update irgendwie. So, kurz warten, dann die Leute laufen lassen. Es gab das Mid-Season-Update wieder mit neuen Varianten für die neuen Modi. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber das hier, das ist doch auch neu. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich will durch. Ich bin so ein süßer roter Panda. Oh, wie heißen diese Viecher? Sind das nicht irgendwie so rote Pandas? Keine Ahnung, die sehen Pandas auf jeden Fall nicht ähnlich. Aber irgendwie heißen die doch so. Durch die Menschenmenge hat da immer noch jemand einen Ninja-Skin. So uncool, so Mainstream. Da ist einfach jemand mit ganz von Anteil im Goose Game. Fühle ich auch richtig den Skin. Boah, das schaffen wir das. Natürlich schaffen wir das. Was für eine Frage! Gut, dass die das einfach so überleben. Ganz, ich wette auf dich. Oh lol, das ist neu. Anbieten Sparkling Sponge. Ja, das bin ich. Ich bin immer noch dafür, dass man die Namen hätte anders regeln können. 44 von 43 stand das da gerade wirklich? Kann da zwei gleichzeitig rein? Lol. Ich muss halt echt sagen, von allen erschienenen Spielen dieses Jahres Fall Guys eigentlich mein Spiel des Jahres. Habe ich auch schon im Livestream gesagt. Aber ich bin mir... Ja, was ist denn noch dieses Jahr erschienen? Klar, Animal Crossing ist dieses Jahr erschienen. Ja, Animal Crossing ist auch cool. Aber ich weiß nicht, ob das mein Spiel des Jahres ist. Weil Fall Guys habe ich eigentlich mit mehr Begeisterung gespielt als Animal Crossing. Aber was kann dieses Jahr denn sonst noch raus? Cyberpunk, cool, habe ich nicht gespielt. Wie auch. Ich darf kein Spiel ab 18 spielen. Ah, Hilfe. Durch den silbernen Ring. Nicht da drauf, nicht da drauf. Nein. Okay, immerhin noch durch den silbernen. 5 Punkte haben wir. Fuck. Ah, scheiße. Dafür kriegen wir den silbernen, kriegen wir den silbernen. Jo, den kriegen wir. 2 Punkte dafür. Oh, what? Einer ist durch. 2 sind durch. Ah, nein, nein, nein. Ah, ich spring da irgendwie nie. Ich glaube, ich springe da immer zu spät ab. Aber den Modus hier mag ich wirklich echt gerne. Yes, noch ein Punkt. Das kriegen wir locker hin. Locker easy. Und sogar durch den goldenen Ring. Perfekt. 19 von 15 Punkten. Wow. Okay, stimmt. Das ist eigentlich auch ein guter Trick. Dieser Pferdeskin, ne? Wow. Und eine Ananas. Stimmt, die Ananas war ja mal mein Main-Skin. Oh nein, wie traurig. Nein, Ananas, du schaffst es. Nur noch 3 Punkte. Okay, sie hat es nicht geschafft. Ich fühle mit dir, Ananas. Wo ist die Ananas? Da neben mir ist eine Ananas, aber es ist nicht diese Ananas. Da ist die Ananas. Nein! Okay, sie ist tot. Mello. Oh, ist das ein Affe? Wo ist der denn? Müsste ich den kennen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verpiss dich, Orange. Oh oh. Sind das eigentlich Pfirsiche oder Äpfel? Haben irgendwie Pfirsich- und Äpfelfarben. Beziehungsweise haben Apfelfarben.
aber haben die Form eines Pfirsichs. Junge! Scheiße! Nein! Oh Gott. Noch siebter. Noch in den besten 50% gelandet. Was war denn das gerade? Oh. Das meine ich. Hört auf, Leute festzuhalten. Pinguin-Patrouille, den Modus hatte ich noch nie. Endlich kommt er mal. Ich habe keine Ahnung, was man machen muss. Pack und halte den Pinguin und Punkte für dein Team zu holen. Okay, man muss ihn einfach nur am längsten... Das ist ein fairer Team-Modus. Also, Team-Modi sind nie fair, aber es ist nicht so wie Abschweifen. Komm mit, Pinguin. Komm es mit mir. Und wie nimmt man den? So. Ey, du Kacksack. Kriegst du nicht. Ach, es gibt mehrere von denen. Gib mir den Pinguin! Ich will den Pinguin. Ach man, ich krieg keinen Pinguin. Komm mit. Verdammt. Ich krieg ihn einfach nicht. Oh Gott, Blau hat bisher ja mega viele Punkte. Gut, dass wir blau sind. Komm mit. Oh, scheiße. Hab ich ihn gerade einen blauen aus der Hand gerissen? Ich hatte ihn gerade. Hey, wo ist der denn hingeflogen? Ah, oh Gott. Ja, damit. Nein, ja. Kacktaube. Gib's her. Oh Gott, wir gewinnen ja auf höchstem Niveau. Nein. Lol, was geht denn jetzt mit der Musik ab? Oh nein. Du bleibst jetzt hier. Du schaffst das. Lol. In der Luft ist er einfach. Meine Fresse, wir haben auf höchstem Niveau gewonnen. Aber hey, der Modus macht sogar ganz schön Spaß eigentlich. Okay, vielleicht liegt es daran, dass wir gewonnen haben. Tschüss, Gelb. Ihr wart Müll. Okay, jetzt könnte irgendwie noch ein Teamspiel kommen oder es kommt jetzt das Finale. Aber ich glaube, Teamspiel ist immer vorletztes, oder? Müsste auf ein Finale kommen. Jo, oh, Bergspitze. Ich weiß nicht, warum ich mich immer bei Bergspitze aufrege. Das ist mein erster Win in diesem Modus gewesen, aber irgendwie ist es so glücksbasierend. Früher gab es halt die Taktik rechts. Ich glaube, wegen dem ersten Mid-Season-Update geht das nicht mehr. Ah, die Mucke ist cool. Oh. Scheiße. Ich war auf so gutem Weg. Verdammt. Ach nee. Und jemand hat gewonnen. Aber hey, immerhin bin ich weit gekommen. Lol. Hä? Ist das mega verbuggt gerade? Nee. Hä? Was ist das? Was geht ab? Oh doch, das war eine ganz coole Runde, oder? Wir sind doch weit gekommen. Oh, Alter, fast Level 18. Also ich persönlich finde ja, dass Fall Guys immer noch gut Spaß macht. Wie gesagt, das ist, glaube ich, mein Spiel des Jahres. Auch wenn ich jetzt nicht so viel gespielt habe. Ich glaube, nicht mal 40 Stunden. Und ich habe in keiner Season hier den vollen Pass erreicht. Ich glaube, mein Rekord war 22. Aber ja, es macht mir trotzdem Spaß. Vor allem mit Freunden macht das Spiel ja richtig Spaß. Und ich bin schon auf Season 4 gespannt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!